In meinem gestrigen Video zum Thema, wie komme ich zu meiner ersten legalen Waffe, wurde auch die Frage gestellt, was hat es denn mit dieser ominösen 2-6er-Regel auf sich? Wenn man soweit ist, dass man seine erste eigene Waffe beantragen darf und sich seine WBK beantragen kann und ausgestellt bekommt, dann ist man weiterhin diversen Einschränkungen unterworfen. Eine dieser Einschränkungen ist das sogenannte Erwerbsstreckungsgebot. Die Erwerbsstreckung bedeutet, der Gesetzgeber möchte verhindern, dass sich insbesondere Sportschützen Waffen quasi einfach nur planlos zulegen. Und daraus wurde dann diese sogenannte 2-6er-Regelung. Das bedeutet, pro Halbjahr darf sich ein Sportschütze zwei Waffen zulegen, darf er erwerben. Da jeder Sportschütze für Waffen, die auf Grün gehen, ein Bedürfnis beantragen muss bei seinem jeweiligen Verein und Verband, kann er auf die gelbe WBK, wenn er sie dann hat, quasi einfach eintragen lassen. Da braucht er kein separates, gesondertes Bedürfnis zu beantragen pro Waffe. Das bedeutet, rein theoretisch würde es dieses Erwerbsstreckungsgebot nicht geben, könnte ich als Sportschütze hingehen und könnte jetzt, sage ich mal, aus einem Nachlass 20 Repetierer mir zulegen. Und das möchte der Gesetzgeber letzten Endes mit dieser Regelung unterbinden. Durch diese 2-6er-Regelung bin ich eingeschränkt, dass ich nur zwei Waffen pro Halbjahr erwerben darf. Diese Regelung ist aber eine Kann-, keine Muss-Regelung. Das bedeutet, der Gesetzgeber bzw. die Behörde kann im Zuge des Ermessensspielraums auch Ausnahmen gewähren. Diese Ausnahmen könnten zum Beispiel sein, deine Waffe geht kaputt, du stehst direkt vor einem wichtigen Wettkampf und benötigst aber eine andere Waffe. Du bist aber innerhalb dieser 2-6er-Regelung, das heißt, du hast bereits zwei Waffen erworben und dürftest normal die dritte nicht erwerben. Der Gesetzgeber kann dir in solchen Umständen, wie gesagt, die Ausnahme gewähren. Hast du nun zum Beispiel zum 1.1. des Jahres zwei Waffen erworben und auch entsprechend direkt eintragen lassen, dann darfst du erst 6 Monate später wieder zwei neue Waffen oder mindestens eine erwerben dürfen, nicht müssen. Nach Ablauf der 6 Monate darfst du wieder erwerben. Das heißt Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. 1.6. wäre also somit die Erwerbsstreckung durch und du kannst wieder. Nun gehen manche Verbände hin, wie zum Beispiel in dem Fall auch der BDMP, und sagen, du darfst innerhalb dieser 6 Monate, in denen du diesem Erwerbsstreckungsgebot unterliegst, auch kein neues Bedürfnis beantragen. Kann man machen, muss man nicht, kommt auf den Verband an.